Verheiratet. Was für ein Träumer. Der reiche Mann verspottete die schwangere Kellnerin. Weinend kehrte das Mädchen in ihr Heimatdorf zurück, ohne von der Überraschung zu wissen, die sie erwartete. Bist du schwanger? Das ist doch kein Scherz. Olinda blinzelte vor Angst. Ja, sie wusste, dass sie und Damian sich erst seit 3 Monaten kannten und die Nachricht von dem Baby ihn schockieren könnte. Aber nicht in diesem Ausmaß. Ja, ich bin schwanger, wiederholte Olinda vorsichtig. Damian musterte sie von oben bis unten und plötzlich sah sie Verachtung in seinen grauen Augen. Damian. Er seufzte. Ich liebe dich, flüsterte Olinda schüchtern. Damian sah sie noch einmal an und brach dann lautstark in Gelächter aus, dass das ganze Café hören konnte. Du? Olinda wischte sich eine Träne von der Wange. Irgendwo in ihr hielt sie an der Hoffnung fest, dass diese seltsame Reaktion auf Schock zurückzuführen war. Jetzt würde ihr Geliebter sich beruhigen, sie umarmen und sagen, wie glücklich er war. Aber seine Reaktion deutete auf etwas anderes hin. Olinda Damian beugte sich leicht vor und sah ihr direkt in die Augen. Er senkte seine Stimme, vermutlich damit Olindas Kollegen und die Kaffeebesucher nicht hörten, was er gleich sagen würde. Versuchst du, meine Frau zu werden? Das wird nicht passieren. Für mich bist du nur ein One-Night-Stand. Was? Olinda dachte entsetzt, dass sie sich verhört haben musste. Tränen liefen ihr über die Wangen und sie hatte nicht einmal die Kraft, sie abzuwischen. Damian seufzte und holte seine Geldbörse heraus. Machen wir es so, sagte er, zog mehrere große Scheine heraus und legte sie auf den Tisch vor Olinda. Wenn du wirklich etwas hast, hier ist Geld, um das Problem zu lösen. Wenn du versucht hast, mich reinzulegen, behalte das Geld für deine Mühe. Auf jeden Fall arbeitest du nicht mehr in diesem Café und ich möchte dich nicht wiedersehen. Olinda stand auf, ein riesiger Kloß steckte in ihrer Brust. Sie zog die schöne dunkelrote Schürze mit dem Café-Logo aus und warf sie auf den Tisch, direkt auf das Geld. Und du wirst mich nicht wiedersehen, sagte sie fest und ging. Von der Arbeit ging Olinda direkt nach Hause in die kleine Wohnung, in der sie ein Zimmer gemietet hatte. Sie packte schnell ihre Sachen und fuhr zum Bahnhof. Glücklicherweise war niemand in ihrem Abteil und Olinda erlaubte sich endlich, richtig zu weinen. Olinda, bist du das? Warum weinst du? Olinda wischte sich das Gesicht ab und wandte sich der Stimme zu. Laura, ihre ehemalige Klassenkameradin und Freundin, sah sie überrascht an. Ehemalige Freundin, weil Laura nach dem Schulabschluss in eine andere Stadt gezogen war, um die Universität zu besuchen. Und so kam es, dass sie das ganze Jahr über kaum Kontakt gehabt hatten. Hallo, Laura, versuchte Olinda, das freundlichste Gesicht aufzusetzen, das sie konnte, als ob sie sich nicht gerade unkontrolliert geweint hätte. Fährst du ins Dorf? Fragte Olinda. Laura nickte und setzte sich auf die gegenüberliegende untere Liege. Das ist mein Platz, erklärte sie. Endlich haben die Ferien begonnen, also habe ich beschlossen, meine Familie zu besuchen. Olinda versuchte zu lächeln. Das ist großartig. Ich freue mich so, dich zu sehen. Wie läuft es bei dir? Wie ist die Uni? Sie bemerkte, dass ihre Freundin sehr gut aussah. In der Schule war sie wie ein typisches unscheinbares Mädchen gewesen. Sie trug einen langen hellblonden Zopf, kaum Makeup, nur ein bisschen Eyeliner, der ihre Augen noch größer erscheinen ließ. Und sie war ein bisschen pummelig. Jetzt jedoch hatte ihre Freundin viel abgenommen, sich die Haare hellblond gefärbt und einen stylischen Bob-Haarschnitt. Mir geht es gut, antwortete Laura. Ich studiere Jura, wohne bei meiner Tante, alles ist in Ordnung. Aber was ist mit dir passiert? Wir haben kaum Kontakt gehabt. Olinda zuckte mit den Schultern. Sie dachte darüber nach, wie furchtbar sie jetzt aussehen musste. Ihre langen kastanienbraunen Haare waren zerzaust und ihre braunen Augen waren vom Weinen geschwollen. Ich bin nicht reingekommen, sagte sie leise. Ich habe beschlossen, es nächstes Jahr noch einmal zu versuchen. Für den Moment habe ich einen Job als Kellnerin in einem Café bekommen und ein Zimmer bei einer Frau gemietet. Nun, das ist doch großartig. Dir geht es gut. Olinda schenkte ihr ein trauriges Lächeln. Du bist diejenige, der es gut geht, und ich bin die Versagerin. Was?
Lora rutschte von ihrem Platz und umarmte ihre Freundin. Weil du nicht reingekommen bist. Oh, sei doch nicht so. Weißt du, wie vielen Menschen das passiert? Du hast es dieses Jahr nicht geschafft, nächstes Jahr wirst du es schaffen. Du machst es großartig, arbeitest und lebst nicht nur von deinem Vater. Ich habe dort im September angefangen, begann Olinda ihrer Freundin zu erzählen. Mir hat das Café wirklich gefallen, das Team ist jung, alle sind fröhlich und freundlich. Ich habe schnell alles gelernt, die Arbeit lief gut und die Trinkgelder sind ziemlich gut. Siehst du? Ermutigte Lora sie und klopfte ihr sanft auf den Rücken. Was ist dann passiert? Vor ein paar Monaten habe ich Damian kennengelernt. Lora runzelte die Stirn. Alles klar. Erzähl mir bitte mehr darüber. Ich spüre, dass hier einiges an Drama und Leid auf uns zukommt. Trotz der Situation konnte Olinda nicht anders, als ein kleines Lächeln zu zeigen. Das ist Lora immer dafür bekannt, wie sie es schafft, sie zum Lachen zu bringen. Dein Gefühl war genau richtig, sagte sie ihrer Freundin. Damian wurde unser neuer Manager. Eigentlich ist sein Vater der Eigentümer der gesamten Kaffeekette. Er dachte, dass sein Sohn ein bisschen Erfahrung sammeln müsste, bevor er irgendwann das Familiengeschäft übernimmt. Verstehe. Und wie ist er so, dieser Damian? Sieht er gut aus? Sehr. Groß, dunkelhaarig, graue Augen. Zuerst hat er mich nicht einmal bemerkt. Offenbar war er mit der Arbeit überhäuft. Aber dann eines Tages blieben wir lange im Café und er fragte mich etwas, ich antwortete. Wir fingen einfach an zu reden. Nachdem wir das Café geschlossen hatten, fragte er, wo ich wohnte. Ich sagte es ihm. Damian bot an, mich nach Hause zu fahren, und so begann alles. Also habt ihr angefangen, euch zu treffen? Fragte Lora zur Klarstellung. Nicht sofort. Er umwarb mich eine Weile, fuhr mich jeden Tag nach Hause. Dann fragte er mich aus, nahm mich mit ins Restaurant, schenkte mir Blumen. Ich dachte, er mag mich, hier begann Olinda erneut zu weinen. Lora öffnete ihre Tasche, holte eine Flasche Wasser heraus und reichte sie ihrer Freundin. Ein vernünftiger Gedanke, sagte sie. Olinda schaffte es, durch ihre Tränen hindurch zu lächeln. Ich war damals total verliebt in ihn, sagte sie. Noch nie hat sich jemand so schön um mich bemüht. Ich verstehe. Und so haben wir angefangen, uns zu treffen. Oder zumindest dachte ich das. Was meinst du damit? Fragte Lora verwirrt. Ich dachte, unsere Beziehung wäre ernst. Weißt du, ich hatte noch nie zuvor mit jemandem etwas gehabt. Ich weiß, und was ist dann passiert? Natürlich haben wir versucht, unsere Beziehung bei der Arbeit nicht so öffentlich zu machen, aber ich denke, jeder hat es trotzdem herausgefunden. Wir haben uns mehrere Monate lang getroffen. Ja, Damian hat nie gesagt, dass er mich liebt, aber ich dachte. Ich sah es, ich fühlte es. Ist das nicht normalerweise so? Leider nicht immer, meine Liebe. Mach weiter. Olinda klammerte sich an den Stoff ihres Rocks. Und gestern habe ich erfahren, dass ich schwanger bin, sagte sie leise. Wow! Hast du es ihm gesagt? Ja. Was hat er gesagt? Olinda biss sich auf die Unterlippe, bis sie blutete, und versuchte, nicht wieder zu weinen. Er hat über mich gelacht. Er sagte, ich wäre ihm nur ein One-Night-Stand und auf keinen Fall eine Frau. Er versuchte, mir Geld zu geben und sagte, dass er mich nie wiedersehen wollte. Was für ein Idiot! Lora umarmte ihre Freundin fest. Nun vergiss ihn. Du schaffst es ohne ihn. Bist du weggegangen? Ja. Ich bin auf dem Weg ins Dorf meines Vaters. Gut. Senor Rufo ist ein guter Mann, er wird alles verstehen. Mach dir keine Sorgen, Olinda. Du wirst ihn schon noch zeigen. Ich werde den ganzen Sommer im Dorf sein, also wenn du etwas brauchst, helfe ich dir. Wir werden das durchstehen. Olinda wischte sich die verbleibenden Tränen ab, nahm einen Schluck Wasser und lächelte. Danke, Lora. Ich habe dich so sehr vermisst. Ich habe dich auch vermisst. Olindas Mutter war gestorben. Sie kam bei einem Autounfall ums Leben, als Olinda erst 5 Jahre alt war.
Das Mädchen erinnerte sich kaum an sie, nur an ein vages Bild. Lange, dicke, dunkle Haare, ein sanftes Lächeln und zarte Hände. Natürlich war es nicht einfach für Rufo, den Witwer, ein kleines Mädchen allein großzuziehen. Die ganze Familie half, die Eltern seiner verstorbenen Frau, seine eigene Mutter und seine ältere Schwester. Olinda wuchs umgeben von liebevollen und fürsorglichen Verwandten auf. Doch ein Jahr bevor sie die Schule abschloss, heiratete ihre Tante, zog ans andere Ende des Landes und nahm ihre Eltern mit. Rufo war ein guter Mann. Er und Maria, Olindas Mutter, hatten geheiratet, als sie beide gerade 18 waren, nachdem sie sich schon seit der Schule geliebt hatten. 8 Monate nach der Hochzeit wurde Olinda geboren. Maria arbeitete als Kindergärtnerin, während Rufo als Vollzeitfahrer auf der Farm arbeitete und in seiner Freizeit Holzgegenstände herstellte. Er konnte alles machen, einen Tisch, einen Schrank, Fensterrahmen, Holzspielzeug. Nach dem Tod seiner Frau verfiel Rufo in eine tiefe Depression. Er stand mechanisch auf, ging zur Arbeit, kam nach Hause und ging ins Bett. Eines Tages saß er plötzlich am Tisch, blickte auf und traf den Blick seiner Tochter. Sie sah ihn mit Angst und Misstrauen an, als wäre er ein Fremder. Da wurde Rufo klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Seine Tochter, die gerade ihre Mutter verloren hatte, war ganz allein. Sie konnte nichts dafür. Er ging um den Tisch und nahm die kleine Olinda auf. »Es tut mir leid, kleine Maus. Wie konnte ich mich so verlieren und vergessen, dass ich ein Kind habe?« Rufo hob die kleine Olinda so hoch, dass ihr Gesicht auf gleicher Höhe mit seinen Augen war. »Ich verspreche dir, Liebes«, sagte er und sah ihr direkt in die Augen. »Ich werde dich nie wieder vergessen. Du kannst immer auf mich zählen, egal was passiert, ich werde an deiner Seite sein.« Und er hielt sein Versprechen. Olinda wuchs immer mit dem Gefühl auf, einen Vater zu haben, dem sie alles erzählen konnte. Und er würde zuhören und sie unterstützen. Das Einzige, was sie vor ihm verbarg, war ihre Romanze mit Damian. Olinda hatte Angst, dass ihr Vater nicht bereit war, zu akzeptieren, dass seine kleine Tochter erwachsen geworden war. Also hielt sie es geheim. Aber natürlich war es jetzt an der Zeit, ihm alles zu erzählen. Rufo wusste nichts von der Ankunft seiner Tochter und war daher sehr überrascht, als Olinda ins Haus kam. »Tochter, du bist gekommen«, rief der Vater freudig aus. »Ja, Papa. Warum hast du mir nichts gesagt? Ich hätte dich abgeholt. Es ist schon in Ordnung. Lora kam mit mir und ihre Eltern haben uns hierher gebracht. Das ist natürlich gut.« Aber der Vater betrachtete sie genau und fragte dann leise, »Ist etwas nicht in Ordnung?« Obwohl Olinda auf eine solche Frage vorbereitet war, zuckte sie zusammen. »Ja, Papa. Ich bin schwanger.« »Tatsächlich?«, sagte Rufo nachdenklich und kratzte sich verwirrt am Hinterkopf. »Und wie sieht es mit dem Vater des Babys aus?« »Es gibt keine Situation. Behaltest du das Baby?« »Ja, Papa.« Rufo ging einfach auf seine Tochter zu und umarmte sie. »Bist du böse auf mich?«, fragte sie. »Nein, Liebes. Wir werden es schaffen.« Die Nachricht von ihrer Schwangerschaft verbreitete sich schnell im Dorf. Ein paar Wochen nach ihrer Rückkehr nach Hause ging Olinda zur Bezirksklinik. Sie musste sich anmelden, eine Ultraschalluntersuchung machen lassen und Tests durchführen. Natürlich, sobald eine der Nachbarinnen sie in der Frauenarztpraxis sah, begannen die Gerüchte im Dorf zu kursieren. Olinda merkte das, als sie zum Bäcker ging, um Brot zu kaufen, und andere Frauen sah, die miteinander tuschelten. Sie kicherten, warfen Blicke auf ihren Bauch und deuteten fast mit den Fingern auf sie. »Ach, schenk ihnen keine Beachtung«, sagte Lora später, als sie zusammen spazieren gingen. »Diese dummen Dorffrauen. Du weißt ja, dass hier interessante Ereignisse nur alle 5 Jahre vorkommen.« »Ja, das stimmt. Und hier bin ich wieder da, schwanger und alleinstehend.« Ihre Freundin nahm ihre Hand. »Das ist dein Leben und deine Entscheidung, die niemanden sonst etwas angeht.« »Das stimmt. Danke, dass du mich unterstützt. Ich mache mir jetzt nicht einmal mehr Sorgen um mich selbst, sondern um Papa. Er wird auch betroffen sein. Senor Rufo wird das schon schaffen«, lächelte ihre Freundin.
Und weißt du, vielleicht solltest du in die Stadt ziehen und dort ein neues Leben anfangen. Nun, wohin sollten wir ziehen? Seufzte Olinda. Wir haben unser Zuhause hier, Papas Job. Unsere Wurzeln sind hier. Aber du planst doch nicht, den Rest deines Lebens mit deinem Vater und Kind im Dorf zu verbringen, oder? Im Moment ja. Natürlich möchte ich ihnen keine Last sein, aber ich weiß nicht, wo ich in unserem Dorf arbeiten könnte. Besonders mit einem kleinen Kind. Lora dachte nach. Das ist eine gute Frage, wir müssen darüber nachdenken. Im Moment kann ich nur eine Stelle als Bibliothekarin anbieten. Meine Mutter wird bald in Rente gehen und sie hat noch keinen Ersatz gefunden. Oh, wirklich? Olinda war begeistert. Das wäre großartig. Gut, ich werde mit ihr sprechen. Übrigens, wie war dein Besuch im Krankenhaus? Wie stehen die Tests? Alles ist in Ordnung mit mir und dem Baby. Obwohl wir noch nicht wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Aber das ist mir egal, lächelte Olinda und strich über ihren kaum sichtbaren Bauch. Und was ist mit diesem Schuft? Hat er sich gemeldet? Nein, seufzte Olinda. Er hat weder angerufen noch geschrieben. Ich habe es einmal versucht, aber es scheint, als hätte er meine Nummer blockiert. Was für ein Mistkerl! Lora war so wütend, dass sie ihre Faust auf die Bank schlug, auf der sie saßen. Mach dir keine Sorgen, er wird sich nicht vor Unterhaltszahlungen drücken können. Ich werde dir helfen, alles zu regeln. Danke, Lora, aber das werde ich nicht tun, sagte Olinda entschieden. Ich möchte sein Geld nicht. Stolz verstehe ich, erwiderte ihre Freundin. Aber es geht um das Baby. Geld ist nie überflüssig. Nein, ich will es nicht. Nun, ich hoffe, du änderst deine Meinung, seufzte Lora. Ich werde immer bereit sein, diesem Idioten die Stirn zu bieten. Entschuldige, ich muss jetzt gehen. Papa wird bald von der Arbeit kommen und ich muss das Abendessen vorbereiten. Okay, bis später. Wie versprochen sprach Lora mit ihrer Mutter. Sie war sehr erfreut, so schnell einen Ersatz in dem kleinen Dorf zu finden, besonders jemandem, den sie seit ihrer Kindheit kannte. Schau, Liebes, es ist nicht allzu kompliziert, erklärte sie ihrer neuen Mitarbeiterin. Du wirst nur einen Tag brauchen, um herauszufinden, wie alles funktioniert. Ich werde nicht lügen, das Gehalt ist klein, aber es gibt nicht viel Arbeit. Meistens kommen Rentner oder Schulkindern, die Leseaufträge haben. Neue Bücher sind nicht sehr häufig, aber insgesamt ist die Auswahl gut. Olinda gewöhnte sich schnell an den Betrieb der Bibliothek und erfreute bald ihren Vater, indem sie einen Job gefunden hatte. Wird es dir zu schwer fallen? Fragte er besorgt. Papa, worüber redest du? Lachte Olinda, während sie die Suppe auf die Teller schöpfte. Alles, was ich den ganzen Tag machen muss, ist, in einem kühlen Raum zu sitzen, zu lesen oder Filme zu schauen und gelegentlich Bücher an die seltenen Besucher auszugeben. Es ist ein Traumjob. Ihr Vater seufzte. Wenn du nicht willst, musst du nicht gehen. Wir haben genug Geld. Nein, Papa, ich möchte arbeiten und es geht mir großartig. Na gut, Tochter, wie du willst. Seit Olinda in der Bibliothek arbeitete, bemerkte sie, dass mehr Leute kamen, als ihre Freundins Mutter erwähnt hatte. Sie fand schnell heraus, warum dieses Interesse bestand. Meistens waren es Frauen, die kamen. Sie taten so, als wären sie wegen der Bücher da, versuchten aber dann, das Gespräch auf Olindas Privatleben, ihr zukünftiges Baby und dessen Vater zu lenken. Zuerst war sie schüchtern und wollte niemanden beleidigen oder unhöflich sein, also versuchte sie, das unangenehme Thema zu vermeiden. Schließlich ging ihr die Geduld aus und Olinda begann festzustellen, dass sie darüber nicht sprechen wollte. Einige verstanden schnell und hörten auf, das Thema anzusprechen, während andere darauf bestanden und sich weigerten, zu gehen. Kommen Sie wegen der Bücher? Fragte Lora einmal für Olinda, die gekommen war, um ihre Freundin zu unterstützen. Oder um neue Klatschgeschichten zu sammeln. Die alte Frau, die die Fragen stellte, schaute missbilligend zu Lora und murmelte. Man kann heutzutage nichts mehr fragen. Und ging ohne Bücher mitzunehmen. Danke, lächelte Olinda ihrer Freundin dankbar zu. Normalerweise komme ich damit zurecht.
Aber bei manchen Leuten muss man einfach härter sein, erwiderte Laura entschlossen. Ich werde es versuchen. Nun, ich freue mich, dass ich vorbeikommen konnte. Aber ich muss jetzt zum Laden, sagte ihre Freundin. Tschüss. Als sie allein war, räumte Olinda die Bibliothek auf, sie fegte den Boden, wischte die Oberflächen ab und stellte die Bücher an ihren Platz zurück. Sie war dabei, sich etwas Neues auszusuchen und sich in ihren bequemen Stuhl mit einer Tasse Kaffee zu setzen, als sich plötzlich die Tür öffnete. Guten Nachmittag, begrüßte sie überrascht den neuen Besucher. Zuerst war er ein völlig unbekannter Mann in den 30ern. In ihrem Dorf und sogar in den benachbarten Dörfern kannte Olinda jeden. Er musste also ein Neuzugang sein. Zweitens sah er aus wie ein Charakter, der versehentlich in eine Bibliothek geraten war. Er war eindeutig ein Arbeiter, breite, kräftige Schultern, schwielige Hände, abgewetzte Jeans und ein graues, ausgeleiertes T-Shirt, das mit dunklen Flecken bedeckt war, entweder von Fett oder Motoröl. Hallo, erwiderte der Fremde Olindas Begrüßung. Er blickte neugierig umher und richtete schließlich seinen Blick auf Olinda selbst. Sind Sie hier wegen der Bücher? Fragte Olinda. Nein, ich hätte gerne Pommes frites und eine große Cola, antwortete der Fremde mit tiefer Bassstimme. Als Olinda die Verwirrung in ihrem Gesicht bemerkte, lächelte er fröhlich und zeigte eine Reihe von weißen, gleichmäßigen Zähnen und fügte hinzu. Natürlich bin ich wegen eines Buches hier. Das ist doch eine Bibliothek, oder? Ja, das ist richtig. Nur sehen Sie nicht aus wie unser typischer Besucher. Ist das so? Nur weil ich ganz dreckig bin, denken Sie, ich kann nicht lesen. Olinda entschied sich, nicht zu streiten, und fragte einfach. Brauchen Sie Empfehlungen oder möchten Sie selbst stöbern? Er schnaubte. Ich komme schon alleine zurecht. Gut, wenn Sie Hilfe brauchen, fragen Sie einfach. Der Mann schaute interessiert zu den Regalen. Olinda kehrte an ihren Platz zurück und ließ den unangenehmen Besucher die Bücher finden, die er brauchte. Ein paar Sekunden später hörte sie ihn unzufrieden schnauben. Gibt es hier nichts anderes als Vanilleromanzen für Rentner? Die Thriller über ehemalige Spezialkräfte sind im nächsten Regal. Gehen Sie ein paar Schritte vorwärts, dann finden Sie sie. Sie war überrascht, als sie ihn lachen hörte. 1-1, Schönheit. Olinda entschied sich, diesen Kommentar unkommentiert zu lassen. Der Besucher schlenderte weitere 15 Minuten durch die Bibliothek und kam dann mit einem Stapel Bücher an ihren Schreibtisch. Das ist das erste Mal, dass Sie hier sind, oder? Fragte Olinda. Ja, genau. Dann muss ich Sie registrieren. Sicher. Geht ein Führerschein? Ja. Er legte das Dokument auf den Tisch. So erfuhr Olinda, dass der unangenehme Besucher Carlos Leon hieß und 29 Jahre alt war. Werden Sie lange bei uns bleiben? Fragte Olinda. Ja. Keine Sorge, ich werde alles zurückbringen. Als sie begann, die Bücher zu erfassen, bemerkte Olinda, dass Carlos neben ein paar Klassikern der ausländischen Literatur auch mehrere Liebesromane ausgesucht hatte. Olinda sagte nichts, aber der Besucher hielt es für notwendig, einen Kommentar abzugeben. Diese sind für meine Mutter. Wir sind vor kurzem hierher gezogen und sie liebt es zu lesen, genau wie ich. Verstehe. Viel Spaß beim Lesen. Olinda schob ihm die Bücher zu. Er nahm sie, blieb jedoch stehen, anstatt zu gehen, und studierte sie. Sind Sie jeden Tag hier oder haben Sie Schichten? Olinda schaute ihn überrascht an. Ich bin die einzige Bibliothekarin. Die Öffnungszeiten stehen an der Eingangstür und wir haben samstags und sonntags geschlossen. Das ist schade, seufzte der Mann plötzlich. Ich hätte Sie gerne jeden Tag gesehen. Oh, gelang es Olinda zu antworten. Kommen Sie vorbei und bringen Sie Ihre Mutter mit. Auf jeden Fall warf er ihr noch einen Blick zu und ging, was Olinda mit gemischten Gefühlen zurückließ. Die Tage vergingen fast unbemerkt, jeder ähnelte dem vorherigen. Das Wetter war warm und sonnig, und jeder Tag fühlte sich für Olinda wie der vorherige an. Ihr Vater stand früher auf als sie, um Milch in den Dörfern zu sammeln und sie zur Farm zu bringen. Olinda selbst stand später auf, frühstückte gemütlich und ging zur Arbeit. Die Tage in der Bibliothek zogen sich schläfrig und eintönig dahin.
Die Aufregung im Dorf über ihre Schwangerschaft war abgeklungen und jetzt sah die Bibliothek nur noch gelangweilte Rentner, Kinder und gelegentliche Bücherliebhaber. Mindestens alle paar Tage kam Lora bei ihr zur Arbeit vorbei. Sie brachte oft etwas Leckeres mit. »Ich bekomme ab September einen Teilzeitjob«, kündigte Lora fröhlich an. »In einer Anwaltskanzlei. Ich werde nach dem Unterricht und an Wochenenden dorthin gehen.« »Oh, das ist großartig!« »Welche Position?« »Etwas zwischen Sekretärin und persönlicher Assistentin.« »Natürlich weiß ich noch nicht viel und werde die einfachsten Aufgaben übernehmen, Telefone beantworten, Dokumente sortieren und so weiter. Aber immerhin, es ist Geld und vor allem Erfahrung. Herzlichen Glückwunsch! Du bist großartig!« antwortete Olinda. »Ich plane auch, im September mit der Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen für die Hochschule zu beginnen. Ich werde im Januar entbinden und versuchen, mich im Juli einzuschreiben.« »Das ist großartig. An welche Hochschule denkst du?« »Wahrscheinlich zur Veterinärmedizin. Ich werde in Teilzeit studieren und dann einen Job hier in der Nähe finden und mit meinem Vater und dem Baby zusammenleben.« »Willst du hier bleiben?« Olinda zuckte mit den Schultern. »Für den Moment ja. Mal sehen, was passiert. Oh, Olinda, was ist mit Männern und Ehe? Schau dich um, wen wirst du in unserem Dorf finden? Schau dir die Einheimischen an, entweder sind sie Halbstarke oder Trinker oder eine Kombination aus beidem. Lora!« »Und was, Lora?« Ihre Freundin zuckte unschuldig mit den Schultern. »Ich sage nur die Wahrheit.« Obwohl, Lora zog plötzlich schelmisch die Augen zusammen und schaute ihre Freundin an. »Wir haben hier einen attraktiven Neuankömmling, der erst kürzlich angekommen ist.« Olinda lachte. »Von wem redest du?« »Ich weiß nicht viel über ihn. Nur, dass er ein Geschäftsmann ist. Es scheint, er ist hierher gekommen, um die Landwirtschaft zu fördern. Er will irgendeine Art von Unternehmen aufbauen. Er hat sich in einem neuen Haus am Rande des Dorfes niedergelassen, das extra für seine Ankunft gebaut wurde. Er hat seine Mutter mitgebracht, aber keine Frau. Oh, Lora, ich brauche keine Verehrer.« »Wirklich?« Plötzlich kam eine spöttische Männerstimme von hinter ihnen. »Und ich hatte gehofft, das Herz der lokalen Bibliothekarin zu gewinnen.« Erschrocken drehten sich die Mädchen um. Der gleiche Besucher, dessen letzter Besuch bei Olinda nicht so gut gelaufen war, schaute sie mit einem schiefen Lächeln an. »Sieh mal!« Er hob seine Hand höher und zeigte eine Tüte mit Büchern. »Ich bin gekommen, um diese zurückzugeben, und es stellt sich heraus, dass ich besprochen werde.« »Aha«, antwortete Lora völlig schamlos und musterte Carlos ohne jede Verlegenheit. Olinda hingegen wollte vor Verlegenheit am liebsten im Boden versinken. »Also bist du wirklich nicht verheiratet?«, fragte ihre Freundin. »Lora!« Der Mann lächelte nur. »Nein, meine neugierigen Damen. Ich bin völlig ledig. Aber da wir so offen sprechen, muss ich euch enttäuschen, eine Heirat steht definitiv nicht auf meiner Agenda für die nächste Zeit.« Er wandte sich an Olinda und sprach sie an. »Wie deine charmante Freundin korrekt festgestellt hat, bin ich in euer Dorf gekommen, um Geschäfte zu machen, nicht um Romanzen mit lokalen Milchmädchen und Bibliothekarinnen zu beginnen.« Olinda errötete von Kopf bis Fuß. »Wirst du die Bücher mitnehmen?«, fragte Carlos. »Natürlich«, antwortete Olinda, nahm seine Bibliothekskarte und zog den Schreibtisch zu sich. Innerlich wollte sie dem unverschämten Mann am liebsten das größte Buch, das sie finden konnte, über den Kopf ziehen. Was bildete der sich ein? Völlig unnötig. Und Lora war auch nicht besser, was für eine Freundin ist das. Obwohl, sie war schon immer so. »Wirst du neue ausleihen?«, fragte Olinda. Auf jeden Fall, Carlos ging zu den Regalen. »Außerdem ist eure Bibliothek nicht so langweilig, wie ich ursprünglich dachte.« »Hier macht es tatsächlich viel Spaß«, fügte Lora hinzu. »Du wirst es auf jeden Fall genießen.« Er schnaufte nur. Dieses Mal wählte Carlos schneller die Bücher aus und die Freundinnen schwiegen. Erst nachdem Olinda die neue Charge verbucht hatte und der Mann gegangen war, konnte sie endlich aufatmen. »Ich habe es dir gesagt«,
sagte Lora fröhlich. Nicht verheiratet, gut aussehend, vielversprechend. Was willst du mehr? Als Carlos die Bibliothek verließ und in sein Auto stieg, bemerkte er plötzlich, dass er immer noch lächelte. Die kleine Bibliothekarin war amüsant. Obwohl sie kaum sprach und nur da stand und errötete, hatte sich seine Stimmung nach dem Besuch in der Bibliothek verbessert. Er hatte bereits von seinen örtlichen Mitarbeitern das Gerücht über Olinda gehört. Man sagte, sie sei nicht klug genug für die Universität, also sei sie angeblich in die Stadt gegangen, um einen Job zu finden, sei aber schwanger zurückgekehrt und habe den Schwanz eingezogen. Offensichtlich müsste ihr Vater sie und das Kind nun für den Rest seines Lebens tragen. Trotzdem mochte Carlos Olinda, es war etwas Besonderes an ihr. Selbst er konnte es nicht genau benennen. Obwohl er erfahren im Umgang mit Frauen war, schließlich war er schon zweimal verheiratet gewesen. Seine erste Frau und erste Liebe war eine Klassenkameradin und Nachbarin namens Christina. Carlos kannte sie, solange er sich erinnern konnte. Ihre Leben waren ziemlich ähnlich. Beide wuchsen in armen Familien auf, lebten in ähnlichen kleinen Wohnungen. Christina hatte eine Mutter und einen Vater und eine jüngere Schwester. Carlos hatte nur seine Mutter. Christina und Carlos gingen zusammen zur Schule, spielten nach dem Unterricht im Hof. Und sie wussten immer, dass sie heiraten würden, wenn sie erwachsen wären. Und so geschah es. Sobald sie 18 wurden, hatten sie eine kleine, ruhige Hochzeit nur im Kreis ihrer engsten Verwandten. Sie zogen in ein Studentenwohnheim, das Carlos Universität zur Verfügung stellte. Beide studierten und nach dem Unterricht lud Carlos Frachtwagen ab, während Christina das Abendessen kochte, putzte und auf ihren Mann wartete. Trotz ihrer Armut und der alltäglichen Herausforderungen war das junge Paar absolut glücklich. Carlos versprach Christina jeden Tag, dass alles gut werden würde. Er würde alles tun, um sicherzustellen, dass sie glücklich waren und es ihnen an nichts fehlte. Und Christina glaubte ihm. Carlos enttäuschte sie nicht. Nach 5 Jahren zogen sie in ihre eigene Wohnung. Dann kauften sie ein Auto, dann ein weiteres. Als Christina sagte, dass sie nicht mehr arbeiten wollte, unterstützte Carlos sie. Zunächst kümmerte sie sich um das Haus, dann sagte sie, sie wolle eine Helferin einstellen, um mehr Zeit für sich selbst zu haben. Ihr Mann hatte nichts dagegen. Er selbst arbeitete fast die ganze Zeit, frühmorgens aufbrechen und spätabends zurückkehren. Und irgendwie verpasste er den Moment, als er und seine Frau begannen, sich auseinanderzuleben. Eines Tages kam Carlos nach Hause und fand alle Christinas Sachen weg. Sie hatte ihm einfach einen Zettel hinterlassen, auf dem stand, dass sie es nicht länger ertragen konnte, dass sie es satt hatte, allein zu sein. Und dass sie kürzlich einen anderen Mann kennengelernt hatte und keinen Sinn mehr darin sah, ihren Ehemann zu täuschen. Für Carlos war das ein schwerer Schlag. Bis zu diesem Moment war er sich sicher gewesen, dass er alles für seine Frau, ihre Zukunft, ihre Familie und möglicherweise für ihre Kinder tat. Nun schien alles seinen Sinn zu verlieren. Seine Mutter kam und half ihm, ihn so zu schütteln, wie sie es getan hatte, als er ein Kind war. Sie sagte ihm, er solle für sich selbst leben und nicht für andere. Im Wesentlichen gab sie ihm einen Schubs. Carlos hatte das Gefühl, einen zweiten Atemzug gefunden zu haben und begann, mit neuer Kraft zu arbeiten. Nur wenige Jahre später wurde Carlos der jüngste erfolgreiche Geschäftsmann in seiner Stadt. In dieser Zeit lernte er seine zweite Frau, Amata, kennen. Sie trafen sich auf einer Party, oder besser gesagt, Amata sprach ihn zuerst an. Carlos hatte noch nie Frauen wie sie getroffen, lebhaft, modisch, mutig und selbstbewusst. Sie waren es, die den ersten Schritt machten und offen sagten, was sie wollten. Ihre Romanze blühte schnell auf und innerhalb eines Monats machte Carlos Amata einen Heiratsantrag. Später erfuhr Carlos, dass seine Mutter gegen eine so schnelle Hochzeit war, aber sie respektierte die Entscheidung ihres Sohnes und sagte nichts dazu. Diesmal war die Hochzeit hell und prunkvoll. Natürlich kümmerte sich Carlos nicht viel um solchen Luxus, aber Amata wünschte sich das und er war bereit, alles zu tun, was sie wollte. Der erste Monat nach der Hochzeit war einfach wunderbar. Carlos und seine junge Frau machten einen langen, schönen Urlaub auf den Inseln.
Er war überzeugt, den Jackpot geknackt zu haben und endlich jemanden gefunden zu haben, mit dem er sein ganzes Leben verbringen wollte. Doch nachdem sie nach Hause zurückgekehrt waren, begannen sich die Dinge schnell zu ändern und das nicht zum Besseren. Carlos arbeitete weiter, während Amata sein Geld ausgab. Vor der Ehe hatte sie als Model gearbeitet. Und selbst jetzt schien es, als ob sie zu irgendwelchen Shootings ging. Insgesamt störte es Carlos nicht, dass sie nicht arbeitete, und er war bereit, ihre Ausgaben zu unterstützen. Doch je weiter die Monate vergingen, desto mehr schien es ihm, dass Amata nur an seinem Geld interessiert war. Zunächst war sie an ihm interessiert gewesen, wollte mehr Zeit miteinander verbringen, aber jetzt hatte sie immer irgendeine Ausrede. Und sie war nur dann zärtlich zu Carlos, wenn sie Geld brauchte. Carlos bemerkte all das und wollte ernsthaft seine Beziehung zu seiner Frau verbessern. Eines Tages verließ er sogar frühzeitig die Arbeit, um sie zu überraschen. Aber es stellte sich heraus, dass sie eine Überraschung für ihn hatte. Als er Amata mit einem anderen Mann in seinem Bett fand, drehte er sich einfach um und ging, um zu vermeiden, etwas Unüberlegtes zu tun. Er kehrte nur einmal in die Wohnung zurück, nur um seine Sachen abzuholen. Die Wohnung ließ er ihr, unfähig sich vorzustellen, wieder dorthin zurückzukehren. Seine Mutter unterstützte ihn in dieser Entscheidung. »Ich möchte neu anfangen«, sagte Carlos zu seiner Mutter. »Keine Partys mehr, keine Models mehr, keine voreiligen Beziehungen mehr. Wie du willst. Und was möchtest du jetzt tun?« »Ich möchte weit weg in ein Dorf ziehen, wo es nur wenige Menschen und keine hübschen, geldgierigen Mädchen gibt.« »Ich werde mit dir gehen«, sagte seine Mutter entschlossen. Und so landeten sie im Dorf. Sowohl Carlos als auch seine Mutter genossen es sehr. Ein großes, komfortables, gut ausgestattetes Haus wurde für sie am Stadtrand gebaut. Seine Mutter kümmerte sich um das Zuhause, während Carlos sich in sein neues Projekt vertiefte. Er entschied sich, dort eine Farm zu bauen, groß, modern und umweltfreundlich. Und dann gab es Olinda. Er hatte sie nur zweimal gesehen, aber er verstand bereits, dass er diese Bekanntschaft fortsetzen wollte. Was für ein Unsinn, schimpfte Carlos mit sich selbst, als ob zwei Ehefrauen nicht genug wären, jetzt interessiere ich mich für eine Bibliothekarin. Natürlich wusste Olinda nichts von den emotionalen Turbulenzen des jungen Geschäftsmanns. Und sie hatte drängendere Sorgen. Der Sommer war vorbei, ihre einzige Freundin Laura war in eine andere Stadt gezogen, um zu studieren und zu arbeiten, und Olinda war allein zurückgeblieben. Nun, es gab noch ihren Vater. In diesen Monaten hatten sie eine besondere Verbindung entwickelt. Er hatte seiner Tochter niemals Vorwürfe gemacht, weder durch Worte noch durch Blicke. Er hatte nie gefragt, wer der Vater des Kindes sei, wo er sei oder ob Olinda den Kontakt zu ihm wieder aufnehmen wolle. Eines Tages kam Olinda von der Arbeit nach Hause und sah ihren Vater an einer Babywiege arbeiten. »Papa, aber es ist noch zu früh«, sagte sie. Rufo schaute zu seiner Tochter auf und lächelte. »Ich kann es kaum erwarten, bis der Kleine kommt«, sagte er. »Zum ersten Mal seit Jahren fühle ich mich so lebendig.« »Wirklich?«, fragte Olinda. »Ich dachte, du wärst wütend auf mich, zeigst es nur nicht.« »Wütend?«, fragte ihr Vater überrascht. »Wütend über was?« Olinda senkte den Blick. »Dass ich nicht aufs College gegangen bin, dass ich ins Dorf zurückgekommen bin, dass ich dich beschämt habe und eine Last bin.« Rufo seufzte, legte seine Werkzeuge beiseite und ging zu seiner Tochter, umarmte sie. »Du bist die Beste auf der Welt«, sagte er bestimmt. »Und wenn es einen Dummkopf gibt, der das nicht versteht, dann kann ich ihm nur leid tun. Alles wird gut bei dir und auch mit meinem Enkelkind.« Olinda entschied sich, das Geschlecht des Babys vor der Geburt nicht herauszufinden. Was machte es für einen Unterschied, ob es ein Junge oder ein Mädchen war? Hauptsache, das Baby war gesund und kräftig. »Danke, Papa«, antwortete Olinda und umarmte ihn zurück. »Ich weiß nicht, wie ich ohne dich zurechtkäme.« »Du würdest es schaffen«, sagte ihr Vater zuversichtlich. »Du bist sehr stark, genau wie deine Mutter, nur dass du diese Stärke noch nicht erkennst.« Ihre familiäre Idylle wurde durch das Klingeln von Rufus' Telefon unterbrochen. Er nahm den Anruf entgegen, sprach ein paar Minuten und wandte sich dann an seine Tochter. »Ich muss eine Lieferung ausliefern.
Wenn du möchtest, kannst du mitkommen. Das Wetter ist heute warm. Klar. Was wird geliefert? Ein Esstisch und mehrere Stühle. Sie gingen hinaus zum alten Lastwagen, den ihr Vater für den Möbeltransport nutzte. Olinda sah, dass er bereits ein ordentlich verpacktes Esszimmerset geladen hatte. Der Tisch und die Stühle waren schlicht gestaltet, aber sehr schön. Es gab keine unnötigen, verzierten Details, nur makellos glattes, lackiertes Holz und gerade Linien. Wow, sagte Olinda, als sie in den Lastwagen stiegen. Normalerweise, wenn jemand aus dem Dorf Möbel bei dir bestellt, wünscht man sich etwas Ausgefalleneres und Reichhaltigeres, mit Spitzen und Mustern. Aber das hier ist schlicht, modern und stilvoll. Rufo startete den Motor. Der Kunde wollte es so, antwortete er. Sie sagte, sie wollte etwas so einfach wie möglich. Ich habe es entworfen und ihr gezeigt. Sie sagte, es war genau das, was sie brauchte. Erst als sie vor dem neuen, frisch gebauten Haus hielten, wurde Olinda klar, wo sie angekommen waren. Der Kunde war wahrscheinlich Carlos' Mutter. Tatsächlich kam, sobald sie die Tore öffneten, eine schöne, schlanke Frau heraus. Sie sah etwa 40 aus, obwohl sie eigentlich viel älter sein sollte. Guten Nachmittag, Rufo, sagte sie und lächelte ihn warm an. Und du hast deine Tochter mitgebracht. Hallo, Daria. Ja, ich habe beschlossen, sie mitzubringen. Vielleicht kennst du Olinda, sie arbeitet als unsere Bibliothekarin. Olinda begrüßte sie ebenfalls und Daria lächelte sie freundlich an. Ja, ich habe schon von dir gehört. Mein Sohn bringt zum zweiten Mal interessante Bücher. Er hat einfach guten Geschmack, antwortete Olinda. Tatsächlich haben wir keine sehr große Auswahl. Wie schön. Zumindest hat jemand etwas Gutes über mich gesagt. Ertönte die vertraute Stimme von Carlos von hinten. Olinda drehte sich um. Ich habe nie etwas Schlechtes über dich gesagt. Heute war er wieder in seiner Arbeitskleidung, seine Hände, sein Hemd und sein Gesicht waren mit etwas Schwarzem verschmiert. Aber er lächelte. Ob er sich wirklich freute, sie zu sehen, oder ob es nur eine weitere Gelegenheit war, sie zu ärgern, wusste sie nicht. Inzwischen waren Rufo und Daria bereits zum Lastwagen gegangen. Sohn, rief Daria. Komm und schau, wie schön es ist. Komme gleich, Mama, antwortete Carlos. Er wollte sich nicht von Olinda entfernen. Es war seltsam, sobald er sie sah, schien die Unzufriedenheit, die sich in den letzten Tagen aufgrund kleinerer Probleme angestaut hatte, zu verschwinden. Ist dein Vater ein guter Handwerker? Fragte er, um die Zeit zu vertreiben und weiter mit ihr zu sprechen. Olinda wurde rot. Das wirst du selbst sehen. Sie war die Erste, die zum Laderaum des Lastwagens ging, genau das, worauf Carlos abzielte. Er folgte ihr. Wow, Rufo! Das ist wunderschön. Ich hätte so eine Qualität von einem autodidaktischen Dorfhandwerker nicht erwartet. Carlos, wie schändlich von dir! Schalt seine Mutter und gab ihm einen leichten Klaps auf die Hand. Oh, Mama! Olinda konnte nicht anders, als zu lächeln, und Rufo antwortete. Daria, dein Sohn hat recht. Ich lebe im Dorf und habe keine formale Ausbildung, also ja, ich bin ein autodidaktischer Handwerker. Ich schäme mich überhaupt nicht dafür. Ich freue mich sehr, dass dir unsere Arbeit gefallen hat. Nun, vielleicht sollten wir es gleich ausprobieren, Mama, schlug Carlos vor. Zusammen mit dem geschätzten Handwerker und unserer reizenden Bibliothekarin. Das ist eine wunderbare Idee, rief Daria fröhlich aus. Bleib doch zum Abendessen bei uns. Nein, wirklich, protestierte Rufo. Es ist zu umständlich. Ich bestehe darauf. Olinda sah, wie Daria die Hand ihres Vaters nahm und ihn bittend mit ihren großen, leuchtend grünen Augen ansah, genau wie Carlos. Gefällt ihr Papa wirklich, dachte sie. Obwohl es nichts Überraschendes daran gab. Groß, stark und jünger aussehend als sein Alter, war Rufo für viele Frauen attraktiv. Viele unverheiratete Frauen und Witwen, nicht nur im Dorf, sondern in der ganzen Umgebung, hatten versucht, seine Aufmerksamkeit zu erlangen, aber Olindas Vater war ihnen gegenüber gleichgültig gewesen. Nun sah er seine Tochter zögernd an, als ob er um ihre Erlaubnis bat.
Wir können bleiben, wenn es euch nicht zu viel Mühe macht, sagte Olinda. Großartig, antwortete Carlos unerwartet fröhlich. Dann laden wir jetzt alles aus. Er und Olindas Vater begannen mit der Arbeit am Möbelstück, während Daria, die ihren Arm um Olindas Schultern legte, sie ins Haus führte. Komm, lass die Männer arbeiten. Ich werde dir das Haus zeigen. Wenn es dir keine Umstände macht, antwortete Olinda. Daria winkte ab. Oh, mach dir keine Gedanken, ich würde mich sehr freuen. Wir sind gerade erst angekommen und haben noch niemanden wirklich kennengelernt. Ich würde mich freuen, neue Freunde zu finden. Olinda lächelte. Ich freue mich auch sehr, dich kennenzulernen. Das Innere des Hauses überraschte sie. Olinda hatte mit vielen teuren und nutzlosen Dingen gerechnet, aber alles war sehr einfach und funktional. Es gab eine große, geräumige Küche mit riesigen Fenstern und Holzschränken, die zu dem Esszimmer passen, das Rufo gemacht hatte. Im großen Wohnzimmer standen viele Pflanzen, drei Bücherregale, ein Sofa, ein paar Sessel und ein Klavier. Es scheint, als hättest du mehr Bücher als in meiner gesamten Bibliothek, bemerkte Olinda. Daria winkte ab. Die Hälfte davon handelt von Landwirtschaft, die hat Carlos bestellt. Oh! Olinda war überrascht. Er nimmt alles so ernst. In der Tat. Wenn Carlos sich etwas vornimmt, wird er es auch umsetzen. Die Frauen gingen in die Küche und begannen, das Abendessen auf Teller zu verteilen. Inzwischen hatten die Männer bereits den Tisch hereingebracht und die Stühle darum arrangiert. So saßen Carlos und Daria auf einer Seite des Tisches, Rufo gegenüber von Daria und Olinda gegenüber dem Landwirtschaftsbuchenthusiasten. Oh, wir haben meine Lieblingshähnchenbrustfilets mit Kartoffelpüree zum Abendessen, rief Carlos aus. Olinda konnte nicht anders, als zu lächeln. Es war amüsant zu sehen, dass dieser Stadtgeschäftsmann sich über so einfache Dinge freute. Tatsächlich hatte sich ihre Meinung über Carlos zum ersten Mal seit ihrem Treffen leicht verbessert. Wahrscheinlich wegen seiner lieben Mutter, dachte Olinda. Du kochst wunderbar, sagte Rufo. Daria wurde rot. Danke. Ich bin es gewohnt, dass nur mein Sohn mein Essen probiert. Ich freue mich, deine unvoreingenommene Meinung zu hören. Olinda bemerkte plötzlich, dass auch ihr Vater errötete. Es scheint, dass sie sich mögen, dachte sie überrascht. Das ist das erste Mal, dass ich mich erinnere, dass jemand nach Mama Det mochte. Ich sollte ihm helfen, Olinda beschloss, etwas Zeit zu gewinnen. Daria, darf ich dir eine unverschämte Frage stellen? Natürlich. Was machst du in deiner Freizeit? Daria schien eine andere Frage erwartet zu haben, denn sie ließ fast unmerklich einen erleichterten Seufzer hören. Zunächst, als wir hierher gezogen sind, war ich mit dem Haus beschäftigt. Jetzt sind natürlich die meisten Dinge fertig. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Büchern. Du solltest uns mal besuchen kommen, schlug Olinda vor. Dann kannst du Darts Werkstatt sehen. Oh, wir werden auf jeden Fall mit meinem Sohn kommen, antwortete Daria. Mama, ich wurde nicht eingeladen, mischte sich Carlos plötzlich ein und warf Olinda einen schalkhaften Blick zu. Das Mädchen war verärgert. Zieht er mich etwa auf? Er hat gerade erst angefangen, sich richtig zu benehmen, sie hatte gerade den Mund geöffnet, um dem unverschämten Mann zu antworten, als ihr Vater ihr zuvorkam. Carlos, natürlich freuen wir uns, euch beide zu sehen. Vielleicht koche ich nicht so köstlich wie Daria, aber ich werde mein Bestes geben, um euch zu überraschen. Carlos neigte den Kopf. Entschuldige, Rufo, das war nur ein dummer Witz von mir. Meine Mutter und ich würden uns freuen, euch zu besuchen. Während er dies sagte, schaute Carlos Olinda an, die versuchte, einen neutralen Ausdruck zu bewahren. Ist sie sauer, weil ich komme, dachte Carlos, oder ist es ihr egal? Was für ein Mädchen ist sie? Man kann nie sagen, was sie denkt. Der nächste Besuch von Daria und Carlos fand in der folgenden Woche statt. Olinda sah, wie nervös ihr Vater war. Ihr Haus und Garten waren immer sauber, aber dieses Mal schrubbte er alles bis zum Glanz, sogar ohne die Hilfe seiner Tochter. Papa, lass mich helfen, sagte Olinda. Du bist schwanger, du solltest dich nicht überanstrengen, antwortete Rufo. Es ist erst der 5. Monat. Nur? Es sind immer noch ganze 4 Monate.
Ich komme allein klar. Das Mittagessen wurde ebenfalls von Rufo selbst zubereitet. Er war darin geschickt. Es gab einen Topf, einen frischen Gemüsesalat und Himbeerkuchen. Daria genoss alles sehr. Du warst bescheiden, sagte sie zu Rufo. Du kochst hervorragend. Er zuckte bescheiden mit den Schultern. Möchtest du meine Werkstatt sehen? Das würde ich gerne, antwortete Daria und wandte sich an ihren Sohn. Carlos, kommst du mit uns? Nein, ich nehme mir noch ein Stück Kuchen. Olinda ahnte, dass er ebenfalls die aufkeimende Verbindung zwischen seiner Mutter und ihrem Vater bemerkt hatte und freute sich innerlich, dass Carlos nichts dagegen hatte. Ich werde dir noch etwas Kaffee einschenken, sagte sie und stand vom Tisch auf. Ihre Eltern gingen nach draußen und Carlos lächelte verschmitzt. Also hast du auch bemerkt, dass sie sich zueinander hingezogen fühlen? Olinda stellte eine Tasse vor ihm ab. Ja, ich kenne meinen Vater zu gut. Er hat sich nie zuvor so gegenüber einer Frau verhalten. Wie meinst du das? Er ist schüchtern, versucht, sie zu beeindrucken, bemüht sich um eine Verbindung und möchte mehr Zeit mit ihr verbringen. Carlos nickte, um zu zeigen, dass er alles verstanden hatte. Darf ich dir ein paar persönliche Fragen stellen? Ich mache mir einfach Sorgen um meine Mutter. Du kannst? Er räusperte sich verlegen. Wie lange ist dein Vater schon alleinstehend? Schon lange, viele Jahre. Er war damit beschäftigt, mich großzuziehen und hatte keine Zeit für Frauen. Nach Mama hat er sich mit niemandem mehr eingelassen, nicht einmal versucht. Obwohl er ist noch sehr jung. Verstehe. Und du? Carlos zögerte. Olinda errötete, entschloss sich jedoch, die Situation zu klären. Sie umklammerte das Küchentuch in ihren Händen, sah Carlos in die Augen und sagte: Ich war einfach sehr dumm. Ich dachte, dass die Person, die ich liebte, mich auch liebte. Er sagte, ich wäre nur ein Spielzeug für ihn. Olinda drückte das Tuch noch fester und spürte den rauen Stoff in ihren Fingerspitzen. Ich habe beschlossen, das Baby zu behalten. Ich habe meinen Job gekündigt und bin ins Dorf zurückgekehrt. Mein Vater hat mich unterstützt. Wenn du dir Sorgen um die Zukunft deiner Mutter machst, musst du das nicht. Ich werde nicht immer bei ihm leben, ich werde einen neuen Job finden und mein Baby und ich werden wegziehen. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen, antwortete Carlos. Und du bist wirklich mutig, eine solche Entscheidung zu treffen. Ich bewundere das. Was die Arbeit betrifft, kann ich helfen. Olinda sah ihn skeptisch an. Wirklich? Natürlich. Mein Betrieb wird bald starten. Ich verlange von dir nicht, dass du Tiere versorgst oder einen Traktor fährst. Aber du könntest zum Beispiel als Verkäuferin in meinem Bioladen arbeiten oder mir bei der Büroarbeit helfen. Olinda lächelte unsicher. Das wäre großartig. Die Beziehung zwischen Rufo und Daria entwickelte sich langsam aber sicher. Nach so vielen Jahren hatten sie beide vergessen, wie man eine Beziehung aufbaut, und machten vorsichtige, zögerliche Schritte aufeinander zu. Ihre Kinder beobachteten das Geschehen aus der Ferne, versuchten jedoch, sich nicht einzumischen. Außerdem hatten sie ihre eigenen Angelegenheiten. Olinda fühlte, dass es mit jedem Monat der Schwangerschaft schwieriger für sie wurde. Sie richtete ihr Zimmer für das Baby ein, während Carlos sich auf die Farm konzentrierte. Der Bau aller Gebäude war abgeschlossen, die Ausrüstung war eingerichtet und Arbeiter eingestellt. Aber viele andere Prozesse mussten noch organisiert werden. Olinda ordnete gerade Bücher in der Bibliothek, als sie Carlos' Stimme hinter sich hörte. Gehst du denn irgendwann in den Mutterschutz? Nach meinen Berechnungen hättest du vor etwa 5 Wochen entbinden müssen. Sie lachte und drehte sich um. Die Mathematik hat dich im Stich gelassen, sie kommen in 2 Wochen, Ende Januar. Wow! Aber ich denke, normalerweise geht man früher in den Mutterschutz. Das wollte ich, aber man konnte keinen Ersatz für mich finden. Also baten sie mich, so lange wie möglich zu arbeiten, und vielleicht kommt dann Loras Mutter. Nun, das ist wenigstens etwas. Und du bist wegen der Bücher hier? Ja, ich muss mir die Zeit vertreiben. Meine Mutter bereitet heute Abend ein Abendessen für deinen Vater vor. Olinda lächelte. Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Wenn du möchtest, kann ich dich zum Abendessen einladen.
Ich nehme dein Angebot gerne an. Was gibt es zum Abendessen? Was auch immer du mir beim Zubereiten hilfst. Plötzlich verstummte sie und legte ihre Hand auf ihren Bauch. Carlos bemerkte, wie sich ihr Gesicht verzog, als ob sie Schmerzen hätte. Ist alles in Ordnung? Ja. Bist du dir sicher? Mein Bauch tut weh, gab Olinda zu. Es passiert in letzter Zeit häufiger, ich versuche, nicht darauf zu achten. Warum setzt du dich nicht hin und ruhst dich ein wenig aus? Wenn es in 15 Minuten nicht besser wird, gehen wir ins Krankenhaus. Olinda versuchte zu lachen, aber in diesem Moment verspürte sie einen stechenden Schmerz im Unterbauch und keuchte vor Schmerzen. Setz dich hin, sagte Carlos bestimmt. Olinda folgte der Aufforderung. Sie schloss die Augen und versuchte, sich zu beruhigen, aber die Schmerzen schienen sich zu verstärken. Das reicht, sagte Carlos entschlossen. Wir fahren ins Krankenhaus. Das ist nicht nötig. Doch, Olinda. Er half ihr zu seinem Auto. Entschuldige, dass es kein Mercedes ist, scherzte Carlos, aber auf diesen Straßen kann ich nur diesen alten SUV fahren. Olinda versuchte zu lachen, aber sie keuchte erneut vor Schmerzen. Carlos verspürte plötzlich zum ersten Mal einen stechenden Angstschmerz. Alles wird gut, sagte er, entweder zu Olinda oder zu sich selbst, wir werden schnell dort sein. Während der Fahrt warf er immer wieder Blicke auf sie. Stern hätte ich sie gleich mitnehmen sollen, anstatt diese 15 Minuten zu warten, Stern, dachte Carlos. Stern, was, wenn ich zu spät komme? Ist es normal, dass sie so starke Schmerzen hat, Stern? Im Notfallraum des Kreiskrankenhauses wurde er schnell beruhigt. Vater, alles ist in Ordnung, sagte eine kurze, korpulente Frau in den 50ern, die einen weißen Kittel trug. Sie haben gut gemacht, dass Sie sie gebracht haben, aber wir haben noch genug Zeit. Geht es ihr gut? Fragte Carlos besorgt. Wohin haben Sie sie gebracht? In den Kreissaal. Möchten Sie bei ihr bleiben oder nach Hause gehen? Ich bleibe bei ihr. Die Ärztin nickte, als ob sie keine andere Antwort erwartet hätte. Dann kommen Sie mit mir. Carlos wurde plötzlich klar, dass es ihm nicht einmal eingefallen war zu sagen, dass er nicht der Vater des Babys war und nur ein guter Bekannter von Olinda. Aber er konnte sie nicht hier alleine lassen, er hätte sich das nie verzeihen können. Also, sie ist in Wien. Ist euch die ganze Zeit nicht eingefallen, mich oder Rufo anzurufen? Wir sind fast verrückt geworden. Carlos konnte sich nicht einmal erinnern, wann seine Mutter ihn zuletzt angeschrien hatte. Selbst als er ein Teenager war und all die dummen Dinge tat, die Jungs in seinem Alter tun, hatte Daria es immer vorgezogen, ruhig zu reden, statt ihre Stimme zu erheben. Aber jetzt war seine Mutter einfach wütend. Sie sagte, als sie und Rufo herausfanden, dass weder Olinda noch Carlos zu Hause waren und auch nicht ans Telefon gingen, wussten sie nicht, was sie denken sollten. Carlos seufzte erleichtert. Das Baby ist ein Mädchen, 3 Kilo 200 Gramm, 50 Zentimeter. Es kam sich ewig vor, aber die Ärzte sagten, das sei ungefähr die Dauer der ersten Geburt. Und dass alles sehr gut verlaufen ist. Gott sei Dank. Wir kommen heute noch zu euch. Das ist nicht nötig, protestierte Carlos schwach. Es ist nicht nötig, schnitt ihm seine Mutter das Wort ab, aber Olinda und das Baby werden viele Dinge brauchen. Wir werden in ein paar Stunden da sein. Okay, Mama. Als der Anruf beendet war, spähte Carlos in den Raum. Olinda schlief und neben ihr döste das Baby in einem Bettchen. Carlos ging vorsichtig an ihnen vorbei, setzte sich auf einen Stuhl und lehnte sich zurück. Sein Blick verweilte unvermeidlich auf Olinda. Sie sah so müde, aber auch so ruhig aus. Dunkle Ringe lagen unter ihren großen Augen und ihre langen Wimpern zuckten leicht im Schlaf. Sie wirkte so zerbrechlich und plötzlich fand Carlos sich dabei, dass er die ganze Zeit an ihrer Seite sein und sie sowie ihr Baby beschützen wollte. Er bereute keinen Moment, zugesagt zu haben, sie durch diese langen, quälenden Stunden zu begleiten. Es war, als hätten er und Olinda sich in diesen Monaten der Bekanntschaft näher gekommen als je zuvor. Bist du immer noch hier? Kam Olindas schwacher Stimme. Carlos lächelte. Entschuldige, dass ich dich geweckt habe. Nein, es ist okay, ich bin wach. Soll ich gehen?
Olinda schüttelte schnell den Kopf, schien sich dann aber über ihre eigene Reaktion zu schämen. »Du musst dich ausruhen«, sagte sie. »Wie du?« »Ich liege schon im Bett. Unsere Eltern werden in ein paar Stunden hier sein.« »Oh, hast du sie angerufen, als wir angekommen sind?« Carlos errötete. »Ehrlich gesagt, habe ich das vergessen. Mama hat mich erst vor kurzem erreicht. Oh, sie müssen sich Sorgen um uns machen.« »Ja.« Olinda lächelte. »Nun, das ist okay. Papa wird sich über eine Enkelin freuen.« Carlos holte auch Olinda aus dem Krankenhaus ab. Plötzlich wurde ihm klar, dass er wollte, dass sie und Bonita direkt zu ihm nach Hause gingen, aber er wusste, dass er sie das nicht fragen konnte. Zu Hause wurden sie von Rufo und Daria begrüßt. Sie verbrachten eine Weile zusammen und dann war es Zeit, zurückzufahren. Die gesamte Heimfahrt war Carlos schweigsam. »Fehlt dir schon jetzt etwas?«, fragte seine Mutter plötzlich. Er zuckte zusammen. »Was meinst du damit?« Daria lächelte. »Denkst du, ich sehe nicht, was hier passiert? Du bist schon lange in Olinda verliebt.« »Nein.« »Doch.« »Mama, woher hast du diese Idee?« Daria begann, Gründe aufzuzählen und faltete ihre Finger. »Du redest ständig von ihr, du kümmerst dich um sie, suchst nach jeder Gelegenheit, sie zu berühren. Und ich habe dein Gesicht gesehen, als wir gegangen sind. Du wolltest sie und das Baby offensichtlich mitnehmen, um dich nicht von ihnen trennen zu müssen.« Carlos umklammerte das Lenkrad fest. »Ich habe Angst, Mama«, gestand er plötzlich. »Ich habe schon zwei Fehler gemacht und will sie nicht wiederholen.« Daria lächelte sanft und nahm die Hand ihres Sohnes. »Waren das Fehler, mein Lieber? Oder hast du einfach notwendige Erfahrungen gesammelt? Ich hatte große Angst, einen Fehler zu machen, deshalb habe ich nach deinem Vater nicht einmal versucht, jemanden kennenzulernen.« Mama, Carlos drückte ihre Hand zurück. »Danke für deine Unterstützung, aber ich brauche Zeit. Ich hoffe, dass du sie hast. Olinda ist ein wunderbares Mädchen, lass sie dir nicht entgleiten.« »Wie kommst du mit dem Baby klar?«, fragte Carlos, als er ein paar Tage später Olinda besuchte. Sie hatte gerade Bonita zum Schlafen gebracht und saß nun mit ihrem Gast in der Küche. »Es variiert«, gab Olinda ehrlich zu. »Ich kann immer noch kaum glauben, dass ich tatsächlich Mutter geworden bin.« Carlos lächelte. »Ja, ich kann es mir kaum vorstellen. Langweilst du dich tagsüber, während dein Vater bei der Arbeit ist?« »Oh, gar nicht, es gibt genug zu tun.« »Wie läuft es bei dir?« »Insgesamt ist alles in Ordnung. Aber mir wird immer mehr klar, dass ich eine persönliche Assistentin brauche. Ich muss mit Lieferanten kommunizieren, ihre E-Mails beantworten, meine Post sortieren und all das. Vielleicht kann ich dir später ein wenig helfen. Das Baby schläft sowieso die meiste Zeit.« »Nein, ich könnte dich das nicht fragen.« Olinda lächelte verschmitzt. »Aber du hast mir doch einen Job versprochen.« »Aber nicht eine Woche nach der Geburt. Ich brauche die Arbeit. Falls dir nicht aufgefallen ist, unsere Eltern sind ziemlich nahe gekommen. Und es scheint, dass Papa darüber nachdenkt, Daria bald zu uns zu bitten. Er hat sich nur noch nicht entschieden.« Oh, war alles, was Carlos sagen konnte. Plötzlich kam ihm eine Idee. »Weißt du, wir könnten ihnen helfen.« »Wie?« »Du und Bonita könntet in unser Haus ziehen. Ich arbeite sowieso remote, die Farm ist in der Nähe. Du könntest mir helfen und wir könnten Mama bei deinem Vater unterbringen.« Olinda sah ihn intensiv an. »Machst du das wirklich, um unsere Eltern zusammenzubringen?« »Natürlich«, log Carlos, ohne zu blinzeln. In seinem Kopf fügte er hinzu, »überhaupt nicht, weil ich möchte, dass du die ganze Zeit in meiner Nähe bist. Das ist der unerwartetste Vorschlag meines Lebens«, gab Olinda zu. »Ich verstehe, aber denk darüber nach. Du würdest in einem großen, gut ausgestatteten Haus leben, in dem du dir keine Gedanken darüber machen musst, ständig den Ofen anzuzünden, um Wasser zum Baden zu erwärmen. Du kannst Windeln in einer Waschmaschine waschen, das Haus ist immer warm und es gibt keine körperliche Arbeit. Außerdem hättest du einen Job mit gutem Gehalt, sodass du anfangen könntest, für die Zukunft zu sparen.
Und wenn es dir etwas bedeutet, ich werde immer in der Nähe sein, um dir zu helfen. Olinda stand auf, wandte sich ab und ging in ihr Zimmer. Angeblich, um nach Bonita zu sehen, aber in Wirklichkeit wollte sie einfach nicht, dass Carlos ihre erröteten Wangen sah. Könnte sie wirklich unter demselben Dach mit ihm leben? Es war klar, dass er das aus Freundlichkeit und um seine Mutter glücklich zu machen, anbot. Aber trotzdem. Ich stimme zu, kündigte sie an, als sie zurückkam. Ich muss nur noch die Meinungen meines Vaters und deiner Mutter einholen. Daria und Rufo, entgegen der Bedenken ihrer Kinder, stimmten schnell zu. Innerhalb eines Tages waren die Frauen in ihre neuen Wohnungen umgezogen. Daria versprach, jeden Tag zu besuchen. Ich werde auch versuchen, dich öfter zu besuchen, sagte ihr Vater. Olinda lächelte. Keine Sorge, wir werden es schaffen. Carlos hat versprochen zu helfen, wenn nötig. Daran habe ich keinen Zweifel. Er sieht dich so. Olinda errötete. Wie? Nun, wenn du es noch nicht herausgefunden hast, wirst du es bald tun. Er sagte nichts weiter. Olinda, die einige Tage in dem neuen Haus verbracht hatte, stellte plötzlich fest, dass sie sich ziemlich wohl fühlte. Natürlich arbeitete Carlos viel, aber er widmete seine gesamte Freizeit ihr und Bonita. Hast du heute schon gegessen? Wie viele Stunden hast du tagsüber geschlafen? Sind genug Vorräte da? Olinda lachte. Eigentlich sollte ich mich um dich kümmern. Warum das? Nun, ich bin die Frau und bleibe zu Hause, während du arbeitest, sagte Olinda lachend. Und? Es klingt irgendwie lustig, als wären wir Mann und Frau. Carlos nahm Bonita, die gerade aufgewacht war, auf den Arm und begann, sie zu wiegen. Und sagte er in einem völlig gleichmäßigen Ton, damit bin ich einverstanden. Das Leben funktioniert nicht so. Er schwieg einige Minuten. Das Baby schlief wieder ein und er legte es in die Wiege. Erst dann fragte er leise. Wie funktioniert es nicht? So, dass wir uns einfach treffen, Freunde werden und dann zusammenleben. Besonders mit mir, da ich ein Kind habe. Weißt du, ich habe mich lange nicht so glücklich gefühlt. Es ist, als hätte ich mein ganzes Leben damit verbracht, etwas zu erreichen, allen zu beweisen, wie cool, stark und intelligent ich bin. Und wie gut ich im Geldverdienen bin. Aber egal, was ich tat, egal wie hoch ich kam, ich habe mich nie wirklich glücklich gefühlt. Und dann stell dir meine Überraschung vor, als ich in ein kleines Dorf komme und eine zerbrechliche junge Frau treffe, die ein ruhiges, stilles Leben führt. Ich beginne mit dir zu sprechen und merke, dass du viel mutiger und stärker bist als ich. Ich bin nicht so. Doch bist du. Du bist erstaunlich. So zerbrechlich von außen und so stark von innen. Du beschwerst dich nie oder hegst Groll. Zuerst habe ich mich schrecklich verhalten, aber du warst trotzdem freundlich und offen zu mir. Und deine Wärme hat mich aufgetaut. Ich glaube, dass meine Mutter und ich aus einem bestimmten Grund hier sind. Sie hat ihr Glück bei deinem Vater gefunden, einem wunderbaren Mann. Und je mehr Zeit ich mit dir und Bonita verbringe, desto mehr erkenne ich, dass auch ich mein Glück gefunden habe. Carlos. Er stand vor ihr und fuhr fort. Wenn du sagst, dass du nichts für mich empfindest, werde ich es verstehen. Du und Bonita könnt so lange in diesem Haus bleiben, wie ihr wollt, ich werde euch trotzdem auf jede Weise unterstützen. Und ich werde dich wie meine beste Freundin behandeln. Aber wenn es auch nur die kleinste Chance gibt. Carlos, sagte sie und zerknüllte eine saubere Windel in ihren Händen, die auf der Rückenlehne eines Stuhls lagen. Ich mag dich auch sehr, fügte sie hinzu. Und ich hatte Angst, es mir selbst einzugestehen. Denn du kennst meine Geschichte. Und nachdem ich von jemandem betrogen wurde, den ich für meine erste Liebe hielt, dachte ich, dass ich Männern niemals wieder vertrauen könnte. Und dann kamst du und ich bekam Angst. Es ist erst eine kurze Zeit. Außerdem, um ehrlich zu sein, mochte ich dich zuerst nicht besonders. Du hast mich sogar ein wenig erschreckt. Aber dann, als ich dich besser kennenlernte, sah ich mehr und mehr, wie der wahre Carlos, der seine Mutter liebt und von seinen Mitarbeitern gut gesprochen wird, aus dem äußeren Erscheinungsbild von Carlos hervorkommt. Und natürlich, wie fürsorglich und freundlich du mir gegenüber bist. Das ist ein separates Thema.
Also bist du mir auch nicht gleichgültig. Nun, ja. Dann sollten wir vielleicht einfach unser Leben so lassen, wie es ist. Ich stimme zu. Rufo trat ein paar Schritte zurück. Alles bereit? Fragte Daria. Sie legte sanft ihre Hand auf seine Schulter und Rufo nahm ihre Hand behutsam und küsste ihre Finger. Ja, du kannst die Katze freilassen. Dann lass uns das tun. Wo sind unsere Kinder? Wir sind hier. Olinda hielt eine Schildpattkatze und Bonita saß in Carlos' Armen. Sie war gerade 2,5 Jahre alt und erkundete neugierig die Welt. Oma und Opa, rief sie freudig, als sie Rufo und Daria sah. Hallo, Kleine, sagte Rufo. Möchtest du die Katze in Omas und Opas neues Haus lassen? Fragte Daria. Ja, rief das Mädchen glücklich. Dann lass uns gehen, sagte Carlos und setzte seine Tochter ab. Olinda übergab die Katze dem Mädchen und Bonita ging zusammen mit Oma und Opa ins Haus. Carlos legte seine Arme um die Schultern seiner Frau. Also, was sind unsere Pläne für heute? Olinda zog überrascht die Augenbrauen hoch. Was meinst du? Nun, unsere Tochter wird bestimmt hier bleiben, um die Nacht zu verbringen. Wahrscheinlich. Vielleicht sollten wir überlegen, ihr einen Bruder oder eine Schwester zu geben. Olinda lachte. Ich mag deinen Vorschlag. Vielleicht ja. Wir sollten uns beeilen, bevor unsere Eltern uns zuvorkommen. Glaubst du, sie könnten uns so überraschen? Sehr gut möglich. Carlos tat so, als würde er nachdenken. Und ich mag die Idee, einen Bruder oder eine Schwester zu haben. Was mir wichtig ist, ist, dass wir alle glücklich sind. Mir auch, mein Schatz.